Herzlich willkommen zurück in Drangquest Builders. So, unser Verkauf läuft wieder, wir haben Board ist aufgefüllt, wir haben unsere ersten Orikalkum gefunden, wir brauchen allerdings noch zwei weitere für den Belohnhammer. Da die Dinger aber sehr schwer zu finden sind und wir die Flöte da jetzt nicht mehr benutzen können, werden wir uns die anderen zwei Wölfer für Hetzen kaufen. Da brauchen wir 3000 Hetzen für. Die haben wir irgendwann. Ich will jetzt nur einmal ganz kurz mit euch schnell nochmal auf die Schorfsinsel. Dafür müssen wir ja nichts ausgeben. Und gucken, ob da wirklich Reus vorhanden ist. Das war die da, ne? Die lebt auf der Lagune, ja. Da habe ich mich schon mal getäuscht. Die ist es. Gut. Worunterum Schnee ist, ne? Mit dem Grün, was man nicht sieht, weil auf dem Bild irgendwie nur grün ist, aber... Kriegen wir schon hin. Ich weiß auch noch nicht, wofür die Königsschleimkrone gut ist, ob das nur Deko ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Hat eine kleine Tutur mit einem Metrollkönigsschleim, der meint uns durch die halbe Korde rennen müssen. Aber wir haben es hier geschafft. Und den haben wir auch noch eine Insel zu erkunden. Und ich glaube insgesamt 15 Tafelziele zu machen. Auch schon wieder dieser Mist. Das ist gut. Das ist auch gut. Das ist Respekt. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. So komplett unter Wasser. Das sieht so ein bisschen nach Ariel-mäßig aus, ne? Das hatten wir, glaube ich, schon, aber ist immer wieder schön. Das sowieso. Allein schon, was da unter Wasser für Mühe gegeben wurde. Respekt. Für den Nemo und wir gehen los. So. Ja, hier müssen wir nichts abhauen. Hier haben wir schon alles entdeckt. Ich wollte nur nach Reiskuh gehen. Noch Leis. Juhu. Den Eimer hier hin. Zock, zack. Einmal rüber. Ja, mir wurde gesagt, dass man hier angeblich Reus findet. Da bin ich mal gespannt. So, hier irgendwo am Wasser. Sehen tue ich hier gar nichts. Ich habe hier bei den ersten drei Mal nichts gesehen. Jetzt sind wir das vierte Mal da und ich sehe immer noch nichts. Was ist denn das da? Ist das denn Reus? Samen für röstende Rüben. Nein. Du hast den röstende Rüben. Die haben wir definitiv schon. Aber Reus sehe ich hier nicht. Definitiv nicht. Du hast Leila Farbe. Den machen wir jetzt beim besten Willen nicht mehr mitnehmen. Wo ist der Stein? Donnerwert. Röstende Rüben haben wir. Eindeutig. So, hier ist auch nichts, was wir brauchen. Nein. So, das sind wieder diese Rüben, ne? Ja. Mal davon kann ich mal ein paar mitnehmen. Davon habe ich eh zu wenig, aber... Das ist nicht das, was ich jetzt suche. Hier gibt es keinen Reis. Eindeutig nicht. Wahrscheinlich auf irgendeiner anderen Insel. Ich weiß was nicht wo. Das ist halt ärgerlich. Krieg der Tafelziel nicht fertig, weil ich irgendwo eine Pflanze übersehen habe und ich keinen blassen Schimmer mehr habe, wo sich diese Pflanze befindet. Schafe brauche ich keine weiteren. Wo Reis müsste hier rein theoretisch auch im Wasser stehen. Wo Reis wächst hier auch in der Realität im Wasser, ne? Mö, hier ist nichts Reismäßiges. Absolut nicht. Absolut nichts mit Reis. Gar nichts mit Reis. Ich glaube, auf dieser Insel gibt es außer Roboter, wo wir sowieso noch einen brauchen für Grünfeld, nichts. Mal, wenn wir schon hier sind, können wir uns auch noch einen Roboter holen, ja. Aber Reis ist hier nicht. Guck doch jetzt noch einmal auf die Insel. Aber ich wette, da sind wieder Rüben. Die haben wir. Hier ist ausnahmsweise nochmal gar nichts. Oh, denn mal da vorne. Das sieht aber so aus, als wenn ein Feld ist. Das ist aber nicht im Wasser. Dort ist ein Land. Oder? Was sind Bohnen? Ja, Bohnen haben wir auch, aber... Gut, den gibt es hier also Rüben und Bohnen.
Aber kein Reus. Ich meine, mehr als zwei Pflanzen gibt's, glaube ich, nirgendwo. Oh. Den ist heute die gute Frage. Ich glaube ja, dass es noch Reis gibt, aber wo? Das ist die Frage. Wo? So, holen wir uns jetzt noch einen Roboter. Den haben wir zumindest DOS. Der soll da grün fällen. Haben wir in jedem Gebiet einen Roboter, der sich drum kümmert. Vorausgesetzt, wir finden jetzt einen, der sich ziemlich lässt. Ich meine, Monster-Mumpfies haben wir noch 16 Stück. Sollte also alles gehen. Da ist noch ein Boss. Ich weiß gar nicht, ob ich den umgeklatscht habe. Gucken kann man da ja auch mal, ne? Schaden kann es jedenfalls nicht. So. Nehmen wir einen Freund. Der schält uns schon auch gut was aus. Aber zumindest rennt er nicht weg. Das ist ja schon mal was. Ja, gut, der geht. Der ist nicht ganz so schön wie der da. Der geht auch einigermaßen. Hat er mich doch volle Kanne erwischt. Okay. Da sind zwei Roboter da drüben. Gut. Ach, Junge. Nun kipp um. Da fehlt mir ordentlich. Ich wollte doch nach der Rüstung rücken. Eigentlich müsste der Schnee hier ja schmelzen, ne? So, was hat die denn fallen gelassen? Auf jeden Fall lehnen wir was Neues. Den hatten wir anscheinend noch nicht. Gut zu wissen. Pelzmantel. Ein exotischer Mantel aus dem Pelz eines phänomenalen Biests. Abwehr plus 54. Kann gefärbt werden. Simon. Und dort ist ein Zittersplitter. Okay. So, warte mal. Ich erstmal kurz eine Kleinigkeit. So, Rüben machen wir erstmal weg. Dann gehen wir doch vorne zu den Robotern hin. Reis ist hier nicht. Da habe ich keine Ahnung, wo wir Reis finden. Wo jetzt alle Inseln abzuklammern, bringt ja auch nichts. So, der lässt sich. Seemann, sehr schön. Den nehmen wir ihn mit. So, den haben wir noch, eine Killermaschine. Wunderbar. Mehr wollte ich auch nicht. Den porten wir erstmal wieder nach Hause. Keine Ahnung, wo man hier sonst noch Reus finden sollte. Hab doch alles abgeklappert. So. Gut. Auf jeden Fall soll das wohl die Pflanze sein, die mir fehlt. Ich habe bloß leider keinen bloßen Schimmer, wo ich hinkriege, und kaufen kann ich sie nicht verhetzen. Diesmal nicht, weil ich sie noch nie gefunden habe. Aber gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, wo die auch immer sein soll. Wahrscheinlich auf irgendeiner grünen Insel oder so, ich weiß es aber nicht. So, der rennt so scharlachroten Dingsbums oder so, wie es aussah. Ändere ich gleich. Ich will nur mal kurz das gucken, und zwar, wenn es die nicht ist. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, da war ich auch schon so. Auf Anglerinsel ist es auch nicht, da war das auch nicht. Hier können wir sowieso noch nicht hin. Den bleibt ja nicht mehr viel. Entweder das Korallenland, das glaube ich aber nicht. Dann ist wieder Schnee. Das ist der Bauerbare, die ist ein Blühbucht. Ich weiß nicht, das, die beiden, das sind ja so die Anfangsgebiete. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da was ist. Der Bauerbare, die ist sowieso nicht. Den höchstens da. Kann da ja noch einmal gucken. Glaube ich aber nicht. Da bringen wir auch leider die Flöte nicht viel. Ah, vielleicht so eine Suchfunktion wäre schön. Vielleicht hätte ich einen Hund mitnehmen sollen. Der hilft dann, aber der findet ja auch immer das Gleiche. Immer Erdbeeren oder cool. Also daher... So kommt man ja auch nicht weiter. Das Thema ist Steingebäude. Jo, das wissen wir mittlerweile. Das wissen wir mittlerweile. Das ist doch mal schick. Das hat was. Das hat was sehr Gutes. Ja, das würde ich mir auch gefallen lassen. Ja, was hatten wir schon? Das hatten wir aber auch schon. Ich finde es immer wieder cool. Das hat auch was. Irgendwie, ja, weiß nicht, so Cinderella-Kutsche oder sowas. Das genauso.
Gut, den gucken wir noch einmal kurz schnell vom Ort hier durch. Oh, Reis müsste ja am Wasser stehen. Auf jeden Fall fehlt mir definitiv irgendeine Pflanze. Und wenn das jetzt irgendwas anderes ist als Reis, den weiß ich da ehrlich gesagt auch nicht, weil. Aber hier glaube ich auch nicht. Auf der Insel waren wir auch schon so oft. Kann ich mir nicht vorstellen. Wissen will nicht. So, das sind diese komischen Bären. Da muss ich ja nicht nur im Wasser einmal abrennen. Wenn hier nichts ist, dann ist hier auch nichts. Du, dort im Wasser waren auf jeden Fall drüben auf der anderen Insel Rübien. Und sonst waren noch Bohnen da. Hier ist auch nichts. Ich sehe hier nirgendwo Felder. Aber es gibt ja allgemein noch sehr viele Gegenstände, die wir nicht entdeckt haben. So, das sind die blauen Pflanzen. Die haben wir aber schon. Dann haben wir. Hier haben wir, glaube ich, alles. Hier ist nichts mehr. Ich weiß zwar mittlerweile auch, dass man. Das ist, glaube ich, sogar hier. Gibt ja den einen Boss, diesen riesen Tiger, dass man den zähmen kann, dass der weiter springt als der normale Tiger. Aber gut, das ist aber auch, glaube ich, Glückssache, den zu kriegen, ne? Da kannst du 10-mal umklappen, bis er sich mal zähmen lässt. Also. Hier ist nichts. Eindeutig nichts. Hier auch nicht, oder? Hier sind nirgendwo Pflanzen. Jut, absolut gar nichts. Ah, das ist ärgerlich. Ich meine, ich könnte zwar im Schneefeld was anpflanzen, was ich woanders auch schon angepflanzt habe, aber so kriege ich aus Tafelzieh auch nicht fertig. Ich brauche nur eine blöde Pflanze. Und ich wüsste nicht was. Kann man Sonnenblumen vielleicht aus Feld machen? Dass da vielleicht irgendwie Sonnenblumenöl draus machen kann oder sowas? Ich meine, das wäre mal eine Idee wert, ne? Das fällt mir gerade mal so ein. Aber ob das wirklich als Feldpflanze dazu zählt? Ich glaube, Sonnenblumen haben wir bei uns auch noch nie wachsen lassen. Ich glaube, ich habe welche ja, aber. Hier ist auch eindeutig nichts. Hier so ein bisschen Sumpf oder so. Ah, oh, wo ist denn das? Zuckerrohr, ne? Das Zuckerrohr, ja. Oh, gut, aber da fehlen uns ja eh Pflanzen. Wo ist eindeutig Zuckerrohr? Gut, und sonst sehen. Da sind Tomatoes, die haben wir aber auch. Oben auf dem Berg ist garantiert kein Reus. Nö. Ich glaube, ich bin einfach zu doof, da zu finden. Was sind wieder Tomatoes? Absolute nächste hier. Entschuldigung. Also ich glaube, hier finden wir echt nur Tomatoes und Zuckerrohr. Hier ist nämlich auch wieder Zuckerrohr, ne? Jo. Eindeutig. Gut, ich nehme auch mal ein bisschen mit, weil uns da sowieso noch was fehlt. Das soll ja dekomäßig später auch alles mal da voll. Sind zumindest ein paar. Da ist noch ein bisschen. Den Geist haben wir aber, das weiß ich. Da ist noch ein bisschen Zuckerrohr. Ich wünschte bloß, ich wüsste, wo ich was übersehen habe. Dann könnte man da nämlich nochmal gucken. Zumindest haben wir hier ein bisschen Zuckerrohr. Das ist ja auch schon mal was. Fehlt uns wohl noch jede Menge von. Hm.
So. Nur, das sind nur die Blümchen da. Gut. Dann sind wir hier auch erstmal durch. Wie gesagt, keine Ahnung. Aber ich muss mich dabei schlau machen. Sonst kriege ich es wohl nie fertig. Jetzt erstmal zurück nach Hause, sogar nochmal anpflanzen, den Roboter richtig einsetzen. Die so ins Grün und das in jedem Gebiet einer ist. Allerdings die Bauern werde ich im Grün dann nicht da lassen. Die wohnen da ja auch. Das ist ja so eine bäuerliche Gegend. Das wäre ein bisschen ausgestorben, wenn die alle weg wären, ne? Dann sollen sie halt zusätzlich mit auf den Feldern arbeiten und den Rest, die nicht schorfen machen, den eben die Roboter ist. Den haut er auch hin. Jetzt ist es halt ärgerlich und ich kann es nicht kaufen. Also, ich wüsste aber auch keine Möglichkeit. Man kann ja auch nicht Äcker fragen, wo man hier jetzt Zuckerrohr findet. Zuckerrohr. Was einem noch fehlt? Ich glaube, der muss ich wirklich mal Onkel Google fragen. Boah, warte mal, das ist hier jetzt doch dumm. Ich leg mir auch mal kurz schlafen. Man sieht ja nichts. Weil keine Ahnung, was man. Wie gesagt, man kann es mit dem Sonnenblumen mal probieren, aber. Was schläfst du denn bei mir hier im Sarg? So. Oh Mann. Die dip, die dip, die dip, die dip, die dip. Weiß der Moment mich echt nicht weiter. So, habt ihr denn in der Zwischenzeit mal ein bisschen Herzen hier gelassen? Ah, so viele jetzt auch nicht. Gut. Aber wenigstens ein bisschen. Donnerwatt. Hier ist gar nichts. So, den holen wir den Roboter hierher. Der kann sich um die Felder kümmern. Der ist, glaube ich, da reingegangen. Ja, was er denn soll? Der Doktor Schleim auch gut. Der kann erstmal da bleiben. So, umsiedeln. Du sollst hier rüber. Dann haben wir nämlich in jedem Gebiet einen. Einer. Genau, einer ist jetzt hier. Sollte er zumindest sein. Dauert mal eine Weile. Warte mal. Einmal neu ansprechen. So. Einer ist hier, genau. Einer ist hier. Yep. Und da ist jetzt auch einer, ne? Yep. Dann haben wir in jedem Gebiet einen. Ich werde mich hier installieren. Ja, den tu das, den tu das. Du sollst dich um die Felder kümmern, mein Freund. Den brauchen wir noch einmal rüber in die Scholar-Routine Sonde. Dann kommt das hier auch mal richtig zu Gange. Verkauf etwas, haben wir fast, ne? 142, ja, das dauert nicht mehr lange. So. Dann pflanze ich hier schnell den fehlenden Zuckerrohr an. So, da ist ein Feld nicht gemacht. Warum nicht? Muss ich das feststehen? Wahrscheinlich hatte er das noch nicht fertig, bevor ich die Vogelscheuche weggerissen habe. Das kann sein. So. Aber das macht nichts. Wie gesagt, das soll hier größtenteils auch nur zum Deko sein, wenn da zwischendurch mal ein paar Lücken sind. Das fällt eh nicht auf. So. Und mit die Säule hier zumindest schon mal voll. Das hier ist ja noch Zuckerrohr, das ist voll. Na gut, hier haben wir die Rüben, die lassen wir ausnahmsweise. Da machen wir später Zuckerrohr, aber jetzt erstmal hier wieder hin. Sind ja eh jetzt nur noch 10. So. So, sehr schön. Dann konnte das hier nämlich auch schon mal wachsen. Ist hier zumindest schon mal ein bisschen mehr. Wird das Thema auch erledigt. Wir können Nickels nehmen wir mal mit, wegen Essen kochen. So, und eine Sache wir gleich noch probieren. Dazu muss ich aber einmal kurz rüber hier zum Schnee. Das muss sein. So, mit dem Schneefeld hat sich ja auch nichts weiter getan, oder? Nö. So, warte mal, das mache ich hier unten. Damit mir das nicht verschwindet, hier einmal so ein kleines Loch rein. Weil das brauche ich später definitiv noch. Nein, nicht so tief, Mensch.
Oh Mann. Warte. Nee, nicht mit Umbra Ede. So, Dosiseimer. Ich hab doch gerade gesagt, Umbra Ede. Ein bisschen größer, so ungefähr. Ich will hier nur das Gift reinkippen, damit es hier später wieder rausholen kann. So, mehr will ich ja gar nicht. Ja, mal Rossabflug. So, das haben wir hier nämlich noch drinnen, ne? Das musst du einmal raus. Dann kann es hier später wieder rausholen. Genau. Dann hole ich mal einmal kurz Lorva, um das Ganze hier zu testen, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß es nicht. Dürfte das Ganze aber gewaltig beschleunigen. Denk ich mal. So, und Lava. Da müssen wir noch einmal runter zum Dock. Das war hier irgendwo. Und zwar, wie hieß die eine Insel denn nochmal? Was waren hier die Lava-Insel? Ist eine gute Frage, ne? Was war das, die Irisie? Ich glaube, das war die Irisierende Insel, ne? Ja. Wo wir den Händler gefunden haben. Gut, den Händler brauche ich jetzt nicht. Ich bin jetzt wirklich nur wegen Lava da und das müssen wir schnell finden. Gut, gut. Keine Ahnung, wo Moros ist. Da kommen wir angetrabt. Er wusste nicht der Schnellste, der Junge. Einmal ein bisschen Lava rauswischen. Das müssen wir jetzt mit unserem Topf ohne Probleme können. Eigentlich. Und den Mortisten. Lava muss ich dann auch erstmal zwischenlogern. Den muss ich mir normales Wasser holen. Und den können wir nämlich... Ich will es, glaube ich, erstmal im kleinen Stil ausprobieren, um zu gucken, was überhaupt geht, bevor ich es im großen Stil mache. Wasser reinkippen, Lava rüberkippen, gucken, ob es geht. Wäre zumindest eine sehr gute Idee. Wenn die Lorde-Bildschirme nicht immer so lang wären, die werden auch immer länger, ne? Umso öfters wir auf die Inseln kommen, umso schneller müsste es eigentlich gehen, aber umso länger dauert es. Ja, es ist sicher. Das sehe ich ja so schön. So, dann hoffe ich mal, dass wir in der Zwischenzeit mal 1000 Herzen zusammenkriegen, damit wir uns den Hummer bauen können, den Ultihummer. So, hier war definitiv Lava, das weiß ich. Na, Kuh. Ach ja, mit den Kühen wollte ich auch noch mal was gucken. Nehmen wir mal noch eine mit, ne? Mache ich aber auf dem Rückweg. Sonst geht's mir eh hops. Die geht mir sonst eh hops. Und das ist, will doch auch keiner. Also sonst ist Lava immer, glaube ich, am Start, du. Ich glaube, pflanzenmäßig war hier auf der Insel sowieso nichts, ne? Nicht, dass ich wüsste. Da oben ist ein Bauergebäude, sehe ich gerade. Ausnahmsweise mal schnell gefunden. Gut. Dann kann ich da ja nochmal gucken, ob ich da noch meinen Händler finde. Weil ich später noch ein fürs Nibium brauche. Ich meine, deswegen bin ich jetzt nicht hier, aber wenn man es gleich mal auf Anhieb findet, kann man auch mal gucken, ne? Schaden kann es auch, finde ich, aus der Sicht da oben bestimmt auch besser die Lava. So. So, auf jeden Fall ist hier ein... Oha, du. Leuch heißes Pflaster hier. Das ist auf jeden Fall so ein Bergbohannes. Nö, hier sind nur Bergbohannisse. Okay. 2 Stück. Ist kein Händler da diesmal. Okay. Aber deswegen bin ich auch nicht hier. Auch nicht wegen dem Bus. So, wo haben wir denn die gute Lava? Die müsste man doch von hier oben eigentlich einigermaßen gut überblicken können, oder? Ja, da ist sie. Da, ich sehe sie. Hier ist sie auch. Guck mal. Und hier finde ich auch definitiv kein Reis. Den brauchen wir. Einmal Lava mit. Danke. Was willst du denn, Junge? Abflug. Genau, und euch muss man eh hier mit besiegen. Halt doch mal still, Junge.
So, ich hab doch schon, was ich wollte. Händler ist nicht da, also tschüss. Hab doch meine Lava. Wollte ich mir... Ach, scheiß drauf. Wollte man eine Kuh mitnehmen? Scheiß drauf. Den zurück. Aber bevor ich die letzte Insel mache, hole ich mir auf jeden Fall den Ultihammer. Steingebäude. Ja. Und Kingschiff oder so weiter. Mit den Pflanzen mache ich mich mal schlau, wohl. Ich weiß es echt nicht. Wie gesagt, Reis wurde mir gesagt. Reus kann ich nicht finden, aber auch keine andere. Also, irgendwas fehlt mir da. So, den Eimer in Schneebeung. So viel Zeug muss sein. Ich probiere das auch gleich. Ich habe da ja noch Felder vorher gleich mal mit den Sonnenblumen. Ob das geht? So, hier werde ich jetzt noch einmal... Oh ja, das sieht aus mit den Sim. Aber ich glaube, das darf ich nicht zu dicht machen. Weil sonst glaube ich... ich das Falsche mit raussauge. So, das reicht ja. Gut, vielleicht einen weiter. So. Mach doch mal einen Abflug hier. Und du auch mal, Rohrs. Räum mal die Lava reinkieben. Das will ich. Ich sorge mich, dass ich jederzeit die einzelnen Sachen hier rausholen kann. Guck mal, wenn ich hier hingehe, dass ich hier Gift rausholen kann. Ja, Lava ist noch drin. Und auch wieder reinfüllen kann, ne? Und das denn im Topf behalte, oder? Ja. Geht. Und hier wieder Wasser, Lava raus. Gut, ist weit genug auseinander. Gut. Den Eimer hier hoch. Wunderbar. So, den Eimer das mit dem Sonnenblumentissen. So viel Zeug muss sein. Problem ist, was sind denn Sonnenblumensamen? Sonnenblumenkerne, da, gut. Ob die mich als Feldpflanze zählen, weiß ich nicht. Zumindest kann ich sie auf dem Feld anpflanzen. Aber ob sie das auch ernten, ne? Dort ist noch so eine andere Frage, aber ich probiere es einfach. Schadenkonzept wäre es nicht. Gut, den hole ich mir hier einmal Wasser raus. Füll aber auch wieder Wasser rein, selbstverständlich. Oh, ihr braucht ja Wasser zum Gießen. Da geht ja nicht anders. So. Habe ich Wasser im Topf. So, jetzt probiere ich es mal im kleinen Stil aus. Mal gucken, ob es geht. Und zwar, wenn ich hier jetzt einfach ein bisschen Erde nehme, warte mal, wie gesagt, ein kleinstes Tessen. Reicht schon. Ein bisschen höher muss das Ganze allerdings. Gucken, ob das geht. Hier den einmal rum. Da nochmal rum. Und hier. So, das Ganze muss natürlich auch auf die richtige Höhe. Das ist klar. Pflanze verschiedene Blumentypen. Okay, Sonnenblume zählt, glaube ich, eher zu Blume. So, ein Hörnaut, das soll ja hier, wie gesagt, das soll hier nachher weiter runtergehen. Auch mal gucken, ob das geht. So, wenn ich durch ins Wasser reingebe... Kippt das ganz unten hin, ne? Oder? Ne, er macht das Stück für Stück höher. Ah gut, das ist doch schon mal schön. Das ist das Gute an dem neuen Topf. Das funktioniert sehr schön. Da ist schon mal Wasser drin. Aber wenn ich jetzt Lava rüberkippe. So, roll mal Lava. So, bevor ich jetzt die Lava verbrauche, erstmal wieder reinkippen, müsste ja im Topf drin bleiben. So, und wenn ich da jetzt über das Wasser Lava rüberkippe, ob das funktioniert.
Das will ich nämlich testen. Ob da jetzt fester Boden bei rauskommt. So, den wählen müssen wir sehen. Au. Mauros, kümmere dich drum. Scheint zu gehen, ne? Das scheint zu gehen. Das Ganze müssen wir dann natürlich im großen Stil machen. Aber es geht, wie es aussieht. Okay. Dann müsste man nämlich rein theoretisch nur, wenn man jetzt wechselt auf die aber Füllmodus. Wenn die Viecher hier nicht einständig in die Quere kommen würden. Machen Abflug. Wie gesagt, den Bogen kann man da ja einfach austauschen. Das ist ja nicht das Problem. So, warte, genau. Los höher. Nee, da ist schon richtig. Ah, gut, hier lässt sich. Das muss ich so machen. Das lässt sich hier mit dem Ding nicht richtig bauen. Gut, dann geht's doch nicht viel schneller, aber. So, und eine Höhe das Ganze, ne? Auf diese Höhe. So, das müssen wir dann hier mit Wasser füllen. Und dann halt wieder Lava drüber. Ja. Und das denn bis da vorne durch. Mal gucken. Funktioniert leider nicht so wie gehofft. Zumindest nicht komplett. Hier geht's ja noch. Aber nachher oben rüber kommt man halt nicht mehr. So, da wurde wieder was verkauft. Sehr schön. So, vielleicht kriege ich es noch ein höher. Man, da ist das Viech, ne? Mir fehlt so ein Baumodus, wo man die Viecher abschalten kann. Na gut, ein höher kriege ich es ja. Das war es denn aber auch. Dort gleich noch einmal Wasser rein. Hier muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, eh ist Motor hin. So, das Ganze muss sowieso zwei höher oder so, ne? Aber kaufen tun sie gerade wieder wie blöd, ne? Aber immer Orms. Man sollte echt nicht zu früh schlafen gehen. Zumindest kriegen wir das. Ich glaube, die Sonnenblumen zählten nicht zum Feld, aber kann man da ja wieder runterrumpfen. Genau, und der muss jetzt nochmal auf diese Höhe. Den kommt da, glaube ich, wieder Wasser rein. Hm. Sehr schön. Blues Eimer Wasser holen. Ich hab da jetzt Lava drin, ja. Ja, ich könnte zwar jetzt mittlerweile auch aus dem Meer holen, denn die Sonnenblumen sind gewachsen, ja, aber sie ernten sie nicht. Daraus habe ich mir gedacht, die zählen nicht dazu. Eigentlich schade. Kriegst dein Wasser wieder, mein Freund. Du kriegst es wieder. Ja, fehlt aber noch was. So, ich schon besser. So, den testen wir das Ganze noch einmal. Hier ist mal Wasser rein. So gut wie es geht. Natürlich, da kommt wieder Vieh her. So, da dann nochmal. Genau, Mauros, kümmere dich drum. Geht doch. Weiß nicht, ob ich da jetzt schon. Nee, ich glaube nicht, ne? Das sieht man echt ganz schlecht.
Aber viel schneller geht diese Methode auch nicht, ne? Hätte ich jetzt gedacht, aber da das Kippen halt Ewigkeiten dauert. Oh, dieser Untiefenmodus ist cool. Damit kriegt man es wunderbar aufgefüllt. Sogar tiefes Wasser. Guck mal, das haben wir komplett drin. Dann machen wir es hier auch gleich. Und dann funktioniert das nämlich bestens. Erst macht er unten, den springt er gleich automatisch höher. Normalerweise, jetzt gerade nicht. Ich glaube, dafür muss alles auf derselben Höhe sein, sonst klappt das nicht. Gut, den hier nochmal. Eben da vorne ging es. Auch verkaufen tun die jetzt echt sehr gut. Meh, geht so nicht. Gut. Alter, die kaufen jetzt gerade wie verrückt. Wieso geht denn das jetzt plötzlich nicht? Das ging noch die ganze Zeit. Jetzt plötzlich nicht mehr. Jetzt will er auf einmal nicht mehr. Aber ich sehe auch kaum was. Ich sehe kaum, wo jetzt gerade Wasser ist und wo nicht. Alter, ich muss mich aber kurz schlafen legen. Das ist zu dunkel. So sehe ich nichts. Weiß ich, bei dem anderen, da ging das vor. Der ist unten, denn die Schicht da drüber und so weiter und so fort. Hier mochte er es jetzt gerade nicht. Mal guck mal, hier fehlt aber überall Wasser. Jetzt hat das gemacht. Okay, aber irgendwie fehlt hier immer noch Wasser, ne? Hier fehlt Wasser, ne? Boah, das sieht man so schlecht. Kommt, weil das hier so krumm und schief ist und nicht alles auf einer Ebene ist. Höher ist dort, wo Malrohr steht, definitiv kein Wasser. Das ist ganz komisch. Nein. Da sollte auch nichts sehen. So, sondern hier. Jetzt geht es endlich mal. Lag das echt an dieser einen blöden Ecke hier? Ja, so ein. Guck mal, das ist nicht komplett aufgefüllt, aber müsste jetzt gehen, oder? Oder auch nicht. Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt manchmal das Wasserkippen nicht. Boah, probieren wir es mal mit dem Untiefenmodus. Vielleicht klappt das so besser oder so. Glaube ich aber nicht. Nicht wirklich. Irgendwie. Ich meine, vorhin mit dem anderen ging das, ne? Hier nicht. Kippt der hier absolut nichts rein. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Oh Mann, auf jeden Fall geht diese Methode kein Stück schneller. Kein Stück. Bin wahrscheinlich zu doof dafür, aber es geht nicht schneller. Verstehe ich aber auch nicht. Hier hat er alles aufgefüllt. Was er hier wiederum nicht macht.
Verstehe den Sinn dahinter nicht. Warum macht er dabei eine Sache alles erfüllen, aber bei der anderen Sache wiederum nicht? Er kippt nur da unten hin. Wo die ganze Zeit, egal welcher Modus, er geht aber auch automatisch in diesen untiefen Modus, habe ich den Eindruck. Das kannst du vergessen. Guck mal hier, der kippt hier die ganze Zeit. Nur hier unten. Nur hier unten, obwohl ich es oben hinhalte. Das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Oh, warte mal. Dem müsste einmal ein Weg. Geht nicht. Ah. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt einen großartigen Unterschied macht, aber ich will mal was probieren. Mal raus. Vielleicht ja, wenn ich es hier rauf wollte. Das ist schon komisch, dass das so geht. Aber anders wieder nicht. Naja, ist egal. Ist egal, es geht, das reicht. Ist aber sehr, sehr umständlich, diese Methode. Und ob ich jetzt wirklich bis unten hin den, wenn ich Lavaroy keep, alles mit Stein kriege, das ist noch so eine andere Frage. Auf jeden Fall probieren. So, auf jeden Fall hat sich das jetzt komplett aufgefüllt, ne? Ja. Gut, dann probieren wir es jetzt noch mit Lava. Also, ich würde sagen, die Methode dauert länger. Würde ich jetzt behaupten. Ne, ich hatte das mich mal gelesen irgendwo, aber ich habe mir auch kein Guide dazu angeguckt. Vielleicht, irgendwie habe ich das Gefühl, hier fehlt auch was. Auch habe ich auch was verkehrt gemacht, habe keine Ahnung. Dass es schneller gehen soll, aber nicht wirklich. Man braucht ja schon allein Ewigkeiten, um das Wasser da reinzukippen. Da will er nichts reinkippen, okay. Nö. Geht denn hoffentlich? Auch nicht. Achso, ja, der geht's wieder los. So, oh, gut, die zwei Löcher könnte man da ja pflücken. Das wäre ja nicht das Problem. Den hier nochmal. Gucken, ob das geht. Sieht nicht so aus. Body ist am Verhungern. Jo, hier ist was. Also diese Methode, ne, das funktioniert so nicht. Da bin ich auch mit Aufbauen wesentlich schneller als so. Aber gut, es war halt mal ein Versuch wert. Um das mal zu testen. Er macht auch nicht immer bis unten. Nur wenn er mal Lust hat. Und wenn ich das Ebene für Ebene machen muss, dann bringt mir das ja auch nichts, ne? Hat hier wirklich Schwierigkeiten. Das ist wohl zu groß. Aber ich glaube, das Ganze müsste man echt Ebene für Ebene machen. Bei so tiefen Gewässern ist das viel zu viel. Doch, der hat Schwierigkeiten. Ja, der bringt mir das aber auch nichts.
wollen, weil er ja zwischendurch auch mal sagt, nö, ist nicht, das bleibt Loch. Okay, das müsste ich so stopfen. Da war wohl anscheinend kein Wasser mehr drin. So, und hier glaube ich genauso wenig, oder? Ne, hier ging noch. Gut. So, den müsste doch auf jeden Fall... Zack. Ja. Ich hoffe doch mal... Der geht da nicht wieder kaputt, ne? Dass der jetzt zubleibt. So, es wäre zumindest sehr schön. Hier immer noch ein paar Löcher. Und das müsste man... Wieso habe ich jetzt Matschwasser im Topf? Das heißt, hier war unten drunter noch Wasser, oder was? Sieht forster aus. Gut, Lava kann ich mir jederzeit wiederholen, aber... Ich habe, glaube ich, das Wasser hier aus dem Loch geholt. Ach, Moros. So, den Eimer hier. Tauschmodus. Ja, das ist mir heute nur so gedacht. Davon habe ich halt eh nicht mehr genug. Geht nicht? Ich habe gerade das Ding ausgewählt, ne? Macht er das? Nein. Oh, Mann. Mann. Sag mal, Moros, was machst du den ganzen Tag? So, jetzt auch mal gut hier. Und das den austauschen. Funktioniert nicht so, wie es mir vorgestellt ist. Ich habe gedacht, da kommt man jetzt blitzschnell, dass man innerhalb von 10 Minuten hier das ganze Gebiet voll hat. Aber das ist nicht der Fall. Ehrlich gesagt, weil das Wasser halt so Spirenzchen macht, dauert das Ganze, habe ich das Gefühl, sogar noch länger als vorher. Ja, gut. Aber das Ganze müsste ehrlich gesagt noch ein bisschen breiter und dann noch mal ein bisschen weiter runter und... Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Vielleicht mache ich es aber auch nicht ganz runter, baue hier so eine Art Treppe hoch oder so. Aber wenn man so geht, das ja nicht weiter hier. Das kann so nicht bleiben. Die Sonnenblumen müssen wieder vom Feld runter. Die bringen ja so gar nichts. Absolut nichts. Nö. Geht so kaputt? Gut, dann baue ich sie so ab. Den baue ich sie so ab, definitiv. Das bringt jeweils nichts. So, das verkaufen wir mit fast voll. Den müssen wir mal gucken. Aber ich muss mich mal schlau machen, wenn ich irgendwo eine Pflanze finde. Das muss ich gucken. Vielleicht mal immer wieder zwischendurch mal ein bisschen. Vielleicht mache ich hier unten auch erstmal einfach nur alles Schnee. Mir geht es ja nicht nur um Schneefeld. Das, was ich vorhabe zu bauen, müssen wir alles ohne Probleme ins Schloss kriegen. Mir geht es ja wirklich nur um Schneefeld. So, aber auf jeden Fall sind wir vor den ersten Mal am Ende, denn kümmern wir uns hier morgen, würde ich mal im Schneefeld und mit dem letzten Feld, was uns fehlt, mache ich mich mal schlau, den Verkauf haben wir fast, damit wir die Tafelziele vollkriegen. Ich bedanke mich euch fürs Zuschauen, bis morgen.